Alles. Also erstmal ist das Meer schön. Das Meer selbst ist schön. Das, was im Meer ist, ist schön. Rätselhaft, zum Teil auch gefährlich sicherlich. Also man muss der Natur sowieso mit Respekt begegnen. Und im Übrigen ist sie immer stärker als wir. Und das gilt fürs Meer natürlich in ganz besonderem Maße. Dann ist das Meer zum Zweiten auch eine Metapher, also zumindest für mich. Es ist ja die Metapher für das Meer in uns. Und jedem von uns ist ja eine tiefe See, in die wir hin und wieder mal eintauchen, um festzustellen, wir wissen gar nicht so viel darüber. Wir wissen ja gar nicht so viel über uns selbst. Was schlummert, was ruht da alles in uns? Es ist aber dennoch insofern symbolhaft, weil die Reise ins Unbekannte, das hat Carl Sagan mal gesagt, ist immer auch eine Reise in uns selbst. Wie reagieren wir auf das, was uns da begegnet, was wir nicht kennen? Wie weit sind wir bereit zu gehen, Grenzen zu überschreiten, ins Unbekannte vorzudringen? Und es gilt natürlich auf der Erde, wie für keinen anderen Teil unseres Planeten, gilt es eben für die Meere. Da geht es kilometertief runter. Wir wissen im Prinzip kaum etwas über diese Abgründe, über diese Welt, die man zwei Drittel unseres Planeten überzieht. Wir lernen allmählich erst zu verstehen, in welcher Wechselwirkung dieses Ökosystem Meer mit dem Ökosystem Klima ist, mit unserem eigenen Ökosystem, wie das sich gesamtheitlich verhält. Also alles das ist, das Meer ist schon ein Wahnsinnsort, um die Fantasie spielen zu lassen. Ich bin geradezu süchtig danach, Dinge fertigzustellen. Und ich will das innerhalb einer gewissen Zeit tun, weil eben dann schon wieder völlig andere Ideen da sind, die ich umsetzen möchte. Und das sind dann aber im Zweifel Ideen, die mit dem, was ich gerade mache, überhaupt nichts zu tun haben. Einfach darum, weil ich enorm schnell faszinierbar bin von Dingen. Und weil ich auch festgestellt habe, dass ich ein Generalist bin, ein Universalist. Also es gibt ja Menschen, die sich auf ein ganz bestimmtes Thema, Forschung, Wissenschaft versteifen und doch zu Koryphäen entwickeln und ihr ganzes Leben lang diesem Gebiet immer wieder Neues abtrotzen, was faszinierend ist. Bei mir ist es so, dass ich mich von Anfang an für alles interessiert habe. Mich interessiert die Welt einfach, mich interessieren Menschen, mich alles Mögliche, wo ich reinschaue und denke, oh, das ist aber spannend. Was könnte denn daraus werden? Das dockt dann bei mir sofort innerlich an. Und das führt dann dazu, dass ich eben einmal über die Tiefsee, dann über den Weltraum schreibe, dann über den Nahen Osten, weil ich das endlich mal verstehen wollte. Dann plötzlich interessiert mich das Mittelalter und wer weiß, was da noch kommt. Mir war von vornherein daran gelegen, eben mit den Seenotrettern selbst zu sprechen. Also ich sage mal nicht so sehr mit der Führungsmannschaft, sondern eben hinzugehen und da, wo die ihre Boote liegen haben, zum Beispiel da auf Sylt, und einfach mit denen zu reden, die dann eben auch rausfahren. Zu sehen, was machen die eigentlich für einen Job? Wie sieht deren Alltag aus? Mal mit so einem Schiff rauszufahren, mal gucken, wie ist denn das eigentlich? Alle diese Dinge. Und das hat mich schon beeindruckt. Weil man überall, egal wo man da hinkommt, man sieht, mit welchem Herzblut die dabei sind. Ja, das sind Hoffnungsträger, weil sie erstens, wir alle hoffen ja darauf, dass sich die Menschheit zum Besseren entwickelt. Und das beginnt nicht bei großen Konzepten, das beginnt immer im Kleinen, das beginnt immer beim Einzelnen. Und insofern kann man die Leistung des Einzelnen gar nicht genug würdigen. Und hier sind ja Menschen zusammengekommen, viele machen es ja auch ehrenamtlich, die einfach sagen, ich investiere meine Zeit, ich investiere meine Kraft, meine Energie, letzten Endes in bestimmten Situationen auch mein Leben, in die Idee, anderen Menschen zu helfen. Und wenn jeder ein bisschen so denken würde auf der Welt, dann hätten wir erheblich weniger Probleme. Also insofern, ja, ich würde sagen, es sind Hoffnungsträger. Jeder, der sowas in der Richtung macht, zeigt uns immer wieder, die Welt besteht nicht nur aus Blockierern und Bedenkenträgern, sondern sie besteht eben aus solchen Menschen. Nehmen wir doch gerade mal den Fall. Da draußen ist turbulente See. Da kennt das jetzt einer. Jetzt fährt so ein Boot raus von den Seenotrettern und irgendeiner zieht die Person, die da im Wasser treibt, aufs Trockene. Was ist das letzten Endes? Es ist A, eine Idee, die dahinter steht. Es ist eine Organisation, die dahinter steht. Man kann sagen, es ist ein Natursystem, das dazu geführt hat. Aber unterm Strich, in der Bilanz, ist es ein bestimmter Mensch, der einen ganz bestimmten anderen Menschen aus dem Wasser zieht. Das ist der große Wert. Das ist das, was uns ausmacht. Deswegen wir nicht Spielball der Mächte sind, sondern wir übernehmen Verantwortung. Jeder Einzelne von uns übernimmt Verantwortung. Vielleicht für einen Einzelnen, aber die Summierung, Aufsummierung ihrer dieser Verantwortlichkeiten führt dazu, dass Menschen insgesamt für andere Menschen Verantwortung übernehmen. Das ist das, was so eine Geschichte wie die Seenotretter groß macht.
Es ist immer der Einzelne. Es ist die Summe der Einzelideen.